Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Freut mich, wieder in Wien sein zu können. Bin immer gerne hier. Die Zukunft. Ich sage immer zuerst, bevor ich anfange zu reden, die Zukunft ist besser, als wir denken. Wenn Sie heute schauen, wie viele Leute Angst vor der Zukunft haben, Brexit, Trump, Facebook, da können wir davon ausgehen, dass viele Leute denken, okay, was passiert mit Technologie, mit Mensch? Werde ich in der Zukunft noch einen Job haben? Welche Skills müssen meine Kinder haben? Vielleicht leben wir in 20 Jahren in einer Zukunft, wo Roboter unsere Arbeit tun. Die gute Nachricht natürlich für Sie, die Bahn hat eine gute Zukunft. Denken Sie darüber nach, was passiert mit Autos zum Beispiel. Der Trend in den Großstädten ist, der neue Trend ist, dass man kein Auto hat. Dass man ein Auto teilt, mit einer App auf den Knopf drückt, dann kommt das Auto von selber angefahren, früher oder später. Ich glaube, das ist im Nahverkehr, im Schienenverkehr anders. Und da komme ich darauf zu sprechen, was das bedeutet. Ich möchte gerne so ein bisschen erstmal sagen, was meine Arbeit ist. Meine Arbeit ist grundsätzlich eben nicht, die Zukunft vorauszusagen, also Prediction. Das konnten einige wie Alvin Toffler oder Arthur C. Clarke, berühmte Futuristen, die Jimi Hendrix des Futurismus. Ja. Meine Arbeit ist mehr, die Verknüpfung von Dingen zu sehen, zu beobachten. Und ich würde sagen, das ist eine gute Eigenschaft eigentlich für uns alle jetzt, ein bisschen was zusammenbringen zu können, vorauszudenken, zuzuhören. Man sagt in China, wenn Sie die Zukunft hören wollen, fragen Sie Ihre Kinder. Und das ist so wahr, weil Kinder natürlich nicht Geld verdienen müssen, weil sie keinen Konzern zu leiten haben. Und wir müssen diese Ökosysteme erstellen. Heute ist die Innovation und das, was alles um uns herum passiert, total vernetzt. Die Zukunft wird nicht alleine von uns gemacht oder von der ÖBB intern. Ja, die wird überall gemacht. Da muss man zusammenkommen und sich hineintun. Nochmal zum Thema Zukunft. Ich glaube, dass die ganze Diskussion darüber, was uns erwartet in der Zukunft, so ein bisschen von den Medien, Hollywood beeinflusst ist. Also wenn Sie heute schauen, was die Zukunft bringt, dann sehen Sie Ex Machina und Terminator und was weiß ich. Das ist eigentlich immer schlecht. Das endet immer schlecht für uns. Ja. Und ich glaube, dass es eigentlich ganz anders ist. Ich glaube, ich bin begeistert von der Zukunft. Und nicht nur deswegen, weil technologisch gesehen so viele wirklich neue, interessante Sachen passieren. Wenn Sie zum Beispiel schauen, was jetzt mit WhatsApp passiert ist, ja, jetzt können wir tatsächlich weltweit gratis telefonieren. Ja. Die Telekom-Gesellschaften verlieren 100 Millionen Dollar pro Tag, ja, an SMS im Vergleich zu früher. Sie können sich vielleicht noch erinnern, wo eine SMS irgendwie, was weiß ich, 10 Cent war oder sowas. Und heute ist eigentlich alles gratis. Ne? Spotify, der Musikservice, gibt es Spotify-User hier, ja? Natürlich, ja. Spotify, als Musiker finde ich das ein bisschen fragwürdig, aber als User sage ich, okay, super, 20 Millionen Songs für 10 Euro? Was war früher eine CD? 20 Euro für 10 Songs? Ja, guter Deal. Aber wenn wir das anschauen, dann können wir sagen, die Zukunft bringt Dinge wie zum Beispiel erneuerbare Energie. Was wir seit 50 Jahren besprechen, hat nicht wirklich funktioniert hat. Wenn Sie vor 10 Jahren in Solarenergie investiert haben, haben Sie Ihr Geld verloren. Heute können wir sagen, ungefähr in 20 Jahren können wir 100% des Energiebedarfs mit Solar und erneuerbarer Energie abdecken. Und das ist keine Hypothese. Das Ende des Öls. Krankheiten mit menschlicher Gen-Editing, ja, mit Genmanipulation, was wir darüber ethisch denken, andere Diskussionen, aber Technologie findet explosionsartig statt und wir müssen anfangen, ein bisschen weiter zu gucken. Ja. Nicht nur auf den gleichen Kanal zu schauen, der immer gut funktioniert hat, sondern vielleicht den Blick ein bisschen weiter zu fassen. Ja. So wie das in der Musikbusiness, beim Banking jetzt passiert, mit Blockchain, digitales Geld. Da hätte ich eine Frage an Sie, die Sie vielleicht heute Nachmittag dann beantworten können. Was ist die ÖBB in 5 bis 7 Jahren? Mobilität, Plattform, nur die Bahn, auch andere Dinge, international führen, national führen, das sind Fragen, wo wir sagen, okay, ein bisschen weiter gucken wäre nicht schlecht, weil die Zukunft ist keine Verlängerung der Gegenwart. Das ist schade, ne? Weil die Gegenwart ist so erfolgreich und
Und wir haben so viel Arbeit schon da reingesteckt. Aber wir können eigentlich sicher sagen, dass durch die technologische Entwicklung der Kontext sich verändert hat. Das heißt, wir sind an einem Punkt, wo eigentlich alles, was früher Science Fiction war, ja, Spracherkennung, gratis Telefonieren, Cloud Computing, selbstfahrende Autos, früher oder später geht es. Wir sind also an diesem Take-off-Punkt. Und wenn sich alles um uns herum ändert, dann ändert sich eben auch, was wir tun. Kann man sich vorstellen, dass vor 7 bis 8 Jahren die Diskussion bei den großen Automobilkonzernen ging darüber, wie sie das nächste tolle Auto verkaufen können an Leute wie uns. Heute ist die Diskussion, wie sie Mobilität verkaufen können. Also früher oder später wird es ein Abo geben wie Spotify für Autos. Ich würde das sofort kaufen. Würden Sie ein Abo kaufen für ein Auto? Gibt es bereits in Pennsylvania, Philadelphia, Amerika, können Sie ein Abo kaufen bei Cadillac und können Ihr Auto jederzeit austauschen. Also SUV am Wochenende, vielleicht einen elektrischen Scooter während der Woche. Und darauf müssen wir uns einstellen. Transformation ist nicht optional. Und dazu müssen Sie nicht 25 sein. Also ich musste in meinem Leben bereits mehrere Transformationen auf mich nehmen. Das tut weh. Wenn man auf einmal erkennt, was noch möglich ist, welche anderen Dinge auf uns zukommen. Ein paar Beispiele. In Banking ist man jetzt so weit, dass man bereits die erste Software hat, die das tun, was früher die Banking-Berater gemacht haben, nämlich die automatisierte Anlageberatung. Smarte Technologie. Ich glaube, dass das gut funktioniert, so am unteren Ende. Ich denke jetzt nicht, dass ich vielleicht für 2 Millionen Euro meine Anlageberatung mit einem Bot machen würde, aber Leute sind offen dafür. Österreicher, sagt diese Statistik, trauen Roboter Autos, aber fürchten die Kosten. Also interessant ist genau andersrum. Bei uns in der Schweiz sagt man, Roboter Autos, die Kosten sind okay, aber wir fürchten uns vor den Autos. Ja. Von daher glaube ich, das ist interessant zu sehen, was da passiert. Österreich ist Marktführer bei elektrischen Autos. Also waren eine Zeit lang mal Norwegen, aber jetzt denkt man, okay, ist interessant, ja, dass Leute bereit sind, das zu tun. Das schlaue Zuhause, das Connected Home, ja, auch hier sehen Sie 5 große Vorteile. Also ein Großteil der Befragten, ungefähr 1000 Leute waren das, glaube ich, sind positiv dem Connected Home, also Smart Home gegenüber. Also es ist durchaus Aufgeschlossenheit für neue Dinge und positives Schauen. Aber es ist ganz klar, jetzt kommen wir in dieser Welle von Transformation. Ich war selber in dieser ersten Welle im Musikbusiness und ich kann mich noch erinnern, wissen Sie vielleicht auch noch, 1999, Napster. Ich weiß nicht, ob Sie noch Napster kennen. Ja? Die Software, wo wir auf einmal alles gratis bekommen haben, wo Musik in der Wolke war. Und ich weiß noch, wir haben 2000 in San Francisco, da war ich bei einigen Startups unterwegs, da haben wir gesagt, es ist ganz klar, Musik zieht in die Wolke, in die Cloud. Und damals haben alle gesagt, nein, nein, das wollen wir auf keinen Fall, dann wird sie nämlich zu billig. Was haben wir heute? 100 Millionen Leute abonnieren Spotify. Für 10 Euro oder 12 Dollar oder pro Monat. Ja. 1 Milliarde. Hätte man sich das vorgestellt, wenn wir diese Transformationswelle anschauen, ja, erst Musik und Medien, dann Telekom und E-Commerce und ganz oben auf dieser Welle sind Sie, Transport im weitesten Sinne, Mobilität, Logistik. Das kommt jetzt alles die gleiche Welle, also Sie können schauen, was im Musikbusiness passiert ist oder im Medienbusiness, wird vielleicht auch in diesem Bereich passieren. Und da haben wir ganz klar mit einer großen Sache zu kämpfen. Die Firmen, die diese Veränderungen vornehmen, die Firmen, die uns zeigen, wo es lang geht, sind die Plattformen, ja? Die großen digitalen Plattformen. Sie sehen hier auf diesem Chart, das ist schon wieder veraltet, das geht ganz schnell hier, aber die Top 4 Firmen in diesem Bereich, nämlich Apple, Google, Amazon, Facebook, ja, haben mehr Market Cap als das GDP, Gross National Product von Frankreich. Die 3 Top-Firmen ungefähr 3 Trillionen Dollar wert. Natürlich, Facebook ist seit gestern wesentlich weniger wert. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Diese Plattformen, machen sich darüber keine Illusionen, werden Transport, Logistik
und Verkehr anbieten. Ob hier in Österreich, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, aus vielerlei Gründen, aber schauen Sie zum Beispiel, was jetzt passiert mit Baidu und Alibaba, diese großen chinesischen Firmen. Man hört Gerüchte, dass Baidu den gesamten Verkehr von Jakarta in Indonesien übernehmen wird. Nahverkehr, Busse, Privatverkehr, Shuttle, Self-Driving Cars. Das ist ganz klar, wo das herkommt, und das wird auch für Sie eine große Herausforderung werden, glaube ich. Aber vielleicht wird es hier bald einen Konkurrenten weniger geben, wenn wir dann mal Facebook deleted haben. Komme ich gleich nochmal darauf zurück, warum das der Fall ist mittlerweile. Aber ganz klar, ich sage, Business as usual is dead. So Business zu machen wie früher ist tot oder stirbt. Wir können von Glück sagen, dass es teilweise noch geht. Also in meinem Beruf zum Beispiel, wir haben früher so Research Reports gemacht, ja? Zukunftsreports haben wir das genannt. Ja, das haben wir verkauft für 4.000 Euro oder so. Heute gehen Sie zu Google Trends und tippen diese Frage ein. Ja? Gratis. Wenn Sie IBM Watson nutzen, IBMs künstliche Intelligenz, da können Sie jede Frage stellen, also jetzt nicht über das Internet, aber wenn Sie dort vor Ort sind, ja, und kriegen eine gute Antwort. Also, ich weiß nicht, ob Kevin Kelly hat gesagt, Maschinen sind für Antworten, Menschen sind für Fragen. Das ist ein großer Shift für uns. Ich glaube, darum müssen wir nachdenken, was das für uns bedeutet. Aber als Beispiel jetzt mal, was diese Shifts betrifft, jetzt haben wir selbstfahrende Lastwagen mittlerweile. Auch das wird in Österreich und in Deutschland ein bisschen länger dauern, weil wir nicht so Bedarf haben wie die Amerikaner und nicht so große Straßen. Aber sicherlich Airbus, der bereits dabei ist, eine erste Drohne zu bauen, die Menschen transportiert. Das können Sie bereits in Dubai ausprobieren. Ich würde es nicht empfehlen. Da fahre ich doch lieber mit einem Taxi. Aber wer weiß, vielleicht fühlt man sich da so wohl wie eine Pizza in einer Pizzabox. Aber auf alle Fälle ist das der Trend. Natürlich kennen Sie Hyperloop und so weiter, die ganzen neuen Transportmöglichkeiten. Wie die Bahn in der Zukunft aussehen wird, ist offen. Was genau da innen drin ist, wie genau sich das bewegt, ich glaube, wir müssen ganz neu denken, was das bedeuten könnte. Und ich glaube, das ist ganz klar für mich, logisch in Europa, das wird das Nummer 1 Verkehrsmittel. Aus vielerlei Gründen. Und ich glaube, dass wir darüber nachdenken müssen, was in dieser Digitalisierung passiert. Mobility as a Service, was man als MaaS auf Englisch bezeichnet. Ne? Mobility als Dienstleistung, als Erfahrungsleistung. Logistik, Transport, Verkehr, digitalisiert, flüssig. Und ich glaube, das ist sehr hoffnungsvoll für die Zukunft, wenn man sagen könnte, okay, was genau passiert dort und wie gehen wir weiter. Wenn Sie schauen, was bei Shipping passiert, also Container-Shipping zum Beispiel ist ja der größte Verschmutzungsgrad der Welt, kommt von diesen Schiffen. Last not least. Und wir bringen da Sachen wie Plastikmaterialien und so, die wir garantiert nie wieder benutzen, die wir auf einen 3D-Drucker drucken können. Hier ist die Zukunft. Vollautomatisierte Schiffe mit Solarpanels, mit erneuerbarer Energiebetrieb oder eine Art von fliegende Drohne. Also eine Drohne, die unser Container transportiert. Drei Stichworte: smart, also intelligent, aber nicht menschlich intelligent. Automatisiert mit E, fehlt ein E. Das passiert, wenn Sie auf dem Flugzeug noch mal ein paar letzte Edits machen. Und sustainable. Das sind die drei großen Dinge. Ganz wichtig zu sehen, das ist nicht dehumanisierend. Wir werden beim Nahverkehr und bei Zügen nicht einfach den Lokführer rausnehmen, weil es ist eine Person oder zwei, aber es sind nicht 200, ja, so wie auf dem Schiff. Ich glaube, da sehen wir eine ganz andere Zukunft entgegen, wo wir sagen müssen, sicherlich ist diese Zukunft exponentiell. Sie kennen Moore's Law, natürlich ein alter Hut eigentlich, Metcalfe's Law, the Power of Networks. Aber hier ist der springende Punkt. Wir sind an diesem Moore's Law nicht am Anfang. Wir sind an dem Punkt, wo es tatsächlich wirklich einen Unterschied macht. Wissen Sie noch, Paperless Office, Cloud Computing, Musik in der Wolke, BitTorrent für Filme. Ja. Heute haben Sie Netflix und Hulu und was weiß ich alles. Es ist alles an diesem Take-Off-Punkt.
Das ist gut, sowohl gut als auch schlecht, aber zum Großteil gut, denke ich, weil manche von diesen Sachen sind natürlich auch furchterregend für uns. Also ich war neulich in Singapur bei einer Veranstaltung und dort haben wir dann den intelligenten Polizeiroboter gesehen. Das wäre jetzt für uns in Europa undenkbar, dass wir einen Polizeiroboter haben, der uns nach dem Ausweis fragt. Ich glaube, der hatte eine Überlebensdauer von 14 Sekunden hier in Wien. Aber in Singapur tut man ernsthaft daran planen, ja, dass man das tut. Aber auf einmal sind Dinge möglich, wo wir gesagt haben, das ist, eigentlich geht es nicht, dass der Computer unsere Sprache versteht, dass das Auto selber fährt. 4, 8, 16, 32. Wenn Sie davon ausgehen, wie lange brauchen wir für 256? 6 Jahre. Ungefähr. Das ist insgesamt 50 Mal so weit wie heute. 50 Mal. Wenn Sie 30 Mal die Kurve raufgehen, 1 Milliarde. Die Kinder, Ihre Kinder werden in einer Welt leben, die wir uns nur in den kühnsten Träumen vorstellen können. Also da werden Dinge möglich sein, wo wir sagen, wissen wir gar nicht genau, wie das einzuordnen ist. Also es ist exponentiell, kombinatorisch. Die Dinge verknüpfen sich. Wenn die ÖBB sich dramatisch verändern wird, dann ist das nicht nur wegen Digitalisierung, sondern wegen den ganzen anderen Sachen, die ich noch erwähnen werde, zum Beispiel Roboterisierung, Automatisierung, Virtualisierung, diverse andere Irrungen. Hier ist der Magic Cube der Veränderungen, die alle zusammenspielen. Augmented Reality, Virtual Reality, Cloud Computing, Quantum Computing, Cognitive Computing. Also wenn Sie dann vielleicht in meinem Alter sind, sagen Sie, oh mein Gott, wie kann ich da überhaupt noch mithalten? Da kriegt man schon Kopfschmerzen alleine beim Anschauen. Das ist gar nicht so schwierig, wie wir denken. Das ist eine Frage unseres Mindsets. Die Zukunft ist nicht mehr ein Zeitraum, sie ist ein Mindset. Da können Sie 15 sein oder 45 oder 65, die Zukunft können wir alle verstehen und alle voraussagen, denn lineares Denken wird immer schwieriger. Das Internet der Dinge, ganz großes Thema natürlich für Bahn, Transport, Logistik. Also ich denke, die Möglichkeit, Dinge zu vernetzen und zu wissen, wo die sind und was sie tun, eröffnet gigantische neue Möglichkeiten. Wenn Sie schauen, was bereits da beim Smart Ports und Smart Cities, was bereits überall versucht wird, zum Beispiel in Rotterdam oder in Hamburg natürlich, gigantische Gelegenheiten. McKinsey sagt, wir können ungefähr durch das Internet der Dinge und die smarten Vernetzungen 60 Trillionen Dollar neue Revenue Streams finden. Ist nur auch ein kleiner Nachteil natürlich, ne? Durch die dramatische Vernetzung haben wir auch dramatische Security-Probleme. Und ethische Probleme, zum Beispiel, wer kontrolliert diese Daten? Ist schon schlimm genug auf sozialen Netzwerken, stellen Sie sich vor, Ihre ganzen Bewegungsangaben, wo Sie hingefahren sind, Ihre Bankkonten, Ihre DNA, ist alles verknüpft. Himmel oder Hölle? Wer bestimmt über Himmel oder Hölle? Nicht die Kirche. Wer bestimmt über Himmel oder Hölle? Momentan Silicon Valley. Wer sollte über Himmel und Hölle bestimmen? Der Staat. Wir zusammen. Das ist eine ganz wichtige Frage für uns, wo es darum geht, was wir in der Zukunft sein wollen und wo es hingeht. Schauen Sie diesen Index an. Ich weiß nicht, ob Sie den gut sehen können von weiter hinten, aber wir werden nachher das PDF natürlich verteilen. Der Digitalisierungsgrad in verschiedenen Branchen. Wenn man jetzt schaut, wo ist Verkehr und Logistik? Zu weit unten. Viel zu weit unten. Die neuesten Recherchen von Harvard Business belegen, dass eine Firma, die digitalisiert ist und die digital offen angeht, bis zu 28% mehr Einnahmeströme hat. Das ist, wie gesagt, auch nicht alles einfach und sicherlich muss man an eine andere Sichtweise rangehen, aber wir sind halt oft so unterwegs, dass wir sagen, die Vergangenheit ist immer noch sehr stark im Rückspiegel, ne, was damals noch funktioniert hat. Und ich lebe in der Schweiz, wo das so eine Art von Nationalsport ist. Also ich bin ja ursprünglich aus Deutschland, aber in der Schweiz sind wir zum Beispiel, wir vermeiden eigentlich jedes Risiko.
weil die Zukunft ist viel zu viel Risiko. Das können wir nicht überleben. Also dort müssen wir uns überlegen, wie gehen wir in diese Zukunft, was bedeutet das? Und meine Zukunftskonzepte, meine Zukunftsprinzipien, die ich heute mit Ihnen teilen werde, Ihnen vielleicht dazu helfen. Nummer drei ist ein wichtiges Thema. Seit 15 Jahren sage ich bereits, Daten sind das neue Öl. Jetzt füge ich hinzu, künstliche Intelligenz ist der neue Strom, die neue Elektrizität. Andrew Ng von Baidu sagt das immer, wenn wir die zwei zusammennehmen, viel Daten, gute Daten, smarte Daten und Maschinen, die Daten verstehen, von Menschen genutzt, entstehen ganz neue Möglichkeiten. Wenn Sie schauen, wer früher die Macht hatte, Ölkonzerne, Banken, Militär vielleicht, wer hat heute die Macht in unserer Gesellschaft? Nicht mehr die Banken, nicht mehr die Ölfirmen, die digitalen Plattformen, Technologie. Daten sind das neue Öl. Was macht ÖBB mit Daten? Wie werten Sie Daten aus? Wie dürfen Sie die nutzen? Können Sie daraus Intelligenz schöpfen? Benutzen Sie intelligente Systeme, um Dinge vorauszusagen, wie Demand? Das ist eine Riesengelegenheit, die auch zum Großteil einfach offen auf dem Tisch liegt. Bei meisten Unternehmen werden 99% aller Daten nicht wirklich genutzt, weil sie unstrukturiert sind oder weil es nicht klar ist, was man machen soll. Riesenthema, was wir angehen können in der nahen Zukunft. Was nämlich jetzt passiert bei Computing, ist, dass diese Maschinen nicht mehr dumm sind. Bisher waren Computer, müssen wir ehrlich sein, einfach relativ dumm. Sie haben das gemacht, was wir ihnen gesagt haben. Aber jetzt kommen wir an einen großen Sprung mit sogenannten Deep Learning und Machine Learning. Kommen wir an den Punkt, wo Maschinen auf einmal riesige Datenströme, Milliarden nehmen können und sie können daraus eine eigene Logik entwickeln. Sie können lernen. IBM Watson oder Google DeepMind, haben Sie vielleicht gehört, letztes Jahr, wo Google DeepMind gegen den World Champion in Go gewonnen hat. Da sollten wir aber jetzt keinen Fehler machen, diese Maschinen sind auf alle Fälle, die denken nicht, wie wir denken. Ja, weil Menschen denken nicht mit dem Gehirn, sondern mit dem Körper, mit allem zusammen. Diese Maschinen denken wie ein Computer, aber sie denken halt mit 800 Trillionen Kalkulationen pro Sekunde. Da sind sie uns dann schon ein bisschen voraus. Ja. Aber sie können auch Sprache verstehen, sie können lernen. Bald können sie die gesamten Daten des öffentlichen Verkehrs in Österreich dort einfüttern, live, jeden Tag, und die Maschine wird ihnen sagen, wie sie nächste Woche 10% Kosten sparen. Und wir werden nicht mehr wissen, ob es richtig ist oder nicht, weil wir es nicht mehr nachverfolgen können. Los Angeles hat letztes Jahr sämtliche Verkehrsampeln auf ein intelligentes System geschaltet. Dort hat sich herausgestellt, wenn die Maschine den Tagesverkehr regelt, Menschen sind natürlich immer noch oben drüber, können sie bis zu 12% von den Ausstößen von CO2 sparen, also Energie sparen. Das heißt, wir haben da ganz klar große Gelegenheiten. Wir nennen das manchmal aus Spaß den Smart Converter. Da stecken Sie das alte Business rein und raus kommt das neue. Smart Everything. Also Smart City, Smart Home, Smart Banking, vielleicht sogar Smart Politics. Da müssen wir noch mal ein paar Mal extra converten. Smart Transport. Das ist eine so gigantische Gelegenheit, man kann eigentlich gar nicht aufhören, darüber nachzudenken, was man da dort machen könnte. Natürlich gibt es auch eben Risiken von Privatsphäre, von Datenschutz und so weiter und so fort. Aber wenn wir da darüber nachdenken, Kevin Kelly sagt, erst elektrifizieren wir, dann digitalisieren wir, in dem Prozess sind wir jetzt drin, und dann kognifizieren wir. Kognifizieren heißt, machen wir die Systeme intelligent. Wir können bei Facebook sehen, was passiert, wenn ein intelligentes System nicht richtig überwacht wird. Also selbstständig unterwegs ist. Das intelligente System sagt nämlich, 100 Millionen in Advertising-Geld, das nehme ich mit, ist ganz egal, was da auf dem anderen Ende passiert.
Also das System ist sehr intelligent, aber es ist halt nicht menschlich. Denn wir brauchen schon auch menschliche Supervision und Ethik. Was mit Facebook in den letzten paar Tagen passiert ist, mit Cambridge Analytics, ist nicht unbedingt ein legales Problem oder ein technisches Problem, ist ein ethisches Problem. Und das macht es umso schlimmer eigentlich. Von daher würde ich sagen, wenn Sie Facebook-Aktien haben, denken Sie darüber nach. Aber was würde jetzt passieren, wenn wir die ÖBB da reinstecken in den Smart Converter? Das ist das, was Sie jetzt gerade tun. Und ganz wichtig zu sehen, smart heißt nicht ohne Menschen. Wir wollen nicht smart werden, damit wir die Hälfte der Leute entlassen können. Einige denken, dass das geht. Ich denke eher nicht. Ich denke, dass wir smart sind und die Menschen woanders zur Arbeit unterbringen. Dass es neue Gelegenheiten gibt für uns, in dieser Kette nach oben zu ziehen. Hier ist ein super Beispiel für Smart Computer. Ist ein System, das heißt Do Not Pay. Dort können Sie dann, wenn Sie ein Parking-Ticket haben oder wenn Sie zu spät waren beim Flug, können Sie alles vollautomatisch Ihren Claim einreichen. Sie sehen das hier, das ist ganz interessant. Das ist ein System, was vollautomatisiert läuft. Ein Bot, ja? Eine Software, dort geben Sie Ihre Flugnummer ein, Ihren Namen, was falsch gelaufen ist. Und dieser Bot tut für Sie das Geld holen von der Fluggesellschaft. Vollautomatisiert. Das ist jetzt nicht was, wofür man Menschen braucht eigentlich. Ja? Also, es ist ein banaler Vorgang. Stellen Sie sich vor, Ihr Customer Service hätte so einen Bot. Da könnten Sie mit einem Schlag, wenn ein Zug verspätet ist oder ausgefallen ist, 5.000 Leute gleichzeitig mit umbuchen. Das ist auch überall im Einsatz, also ganz sicherlich. Ups, sorry. Als nächstes Beispiel ist interessant. Sie kennen ja den Rubik Cube. Ja? Was passiert, wenn eine Maschine das lernen würde, wie man den Rubik Cube, haben Sie schon mal versucht, also ich habe eine halbe Stunde gebraucht dafür. Ja? Und hier ist, wie schnell das die Maschine macht. Solving in 3, 2, 1. Fertig. Also die Maschine probiert das ein paar Millionen Mal und dann ist die Sache erledigt. AI is probably the most important thing humanity has ever worked on. This is I think of it as something more profound than electricity or fire. It may make it possible for us to have clean, cheap, renewable energy for the future. Take education, for example. It's really difficult to educate people in a cost-effective way. AI may fundamentally change that equation. Das ist natürlich relativ einfach zu sagen, dass es alles nur positiv ist. Also das glaube ich jetzt wirklich nicht. Aber wir dürfen nicht das Baby mit dem Badewasser ausgießen. Die enormen Möglichkeiten, die wir haben durch Technologie, die müssen wir nutzen. Die negativen Dinge müssen wir bekämpfen und eindämmen. Darum geht es im Endeffekt bei diesen ganzen Systemen. Wenn wir schauen, was mit Wachstum durch künstliche Intelligenz passiert, Sie sind hier im Bereich Logistik. Also Firmen, die künstliche Intelligenz benutzen, haben über 2% mehr Ertragssteigerung. Und ich glaube, das ist der erste Anfang. Was das bedeutet und wo das hingeht. Nummer 4 sind die Megashifts. Das können Sie in meinem Buch nachlesen. Mein Buch heißt übrigens Technology versus Humanity. Gibt es auch auf Deutsch. Sie wissen, wo Sie klicken müssen, um das zu bestellen. Die Megashifts sind Kapitel 3. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, dass hat Einfluss auf die ganzen Dinge, die wir heute diskutieren. Die Megashifts sind eben nicht nur Digitalisierung, sondern Datafizierung, Augmentierung. Ich gehe ein bisschen ins Beispiel, hier ist die deutsche Übersetzung. Wenn Sie nachher das PDF kriegen, dann sollten Sie das ausdrucken, weil das ist quasi der Fahrplan für die Zukunft. Das sind die ganzen Dinge, die jetzt gleichzeitig passieren. Wenn Sie Online-Informationen haben wollen, gehen Sie einfach zu megashifts.com, da kann man das dann auch sehen. Damit kriegen wir dann ein vernetztes Verkehrssystem, was wirklich futuristisch ist. Ich gebe Ihnen gerade ein paar Beispiele dazu. Thema Nummer 1, super Beispiel von Amazon, Virtualisierung, Kognitivierung. Ella, Essen ist in 5 Minuten. Alexa, erzähl mir was über Amazon Echo. Amazon Echo ist ein Gerät, das rund um deine Stimme konzipiert ist und Informationen, Musik, Nachrichten, Wettervorhersagen und ein Gerät, mit dem Sie in der Küche reden können.
Okay, cool. Alexa, wie viele Teelöffel sind 10 Milliliter? 2 Teelöffel. Alexa, dann spiel meine Samstags-Playlist. Deine Samstags-Playlist wird abgespielt. Alexa, lauter. Hallo. Ausweis bitte. Ich soll den Aufzug reparieren. Mit dem Aufzug ist alles in Ordnung. Stimmt. Aber Sie wollen ihn reparieren. Stimmt. Wer hat Sie gerufen? Der Neue. Was für ein Neuer? Watson. Meine Analyse von Sensor- und Wartungsdaten deutet darauf hin, dass Aufzug 3 in 2 Tagen ausfällt. Noch Fragen? Sie brauchen trotzdem einen Ausweis. Das ist interessant, das ist eine Firma, die heißt Waymo aus Kalifornien. Da können Sie im selbstfahrenden Auto tatsächlich nicht am Steuer sitzen. Ich habe es neulich selber ausprobiert, das ist nicht mein Film, aber dort können Sie wirklich hinten sitzen und das Auto fährt komplett von selber. Das ist ein super Beispiel für diese Megashifts von Datafizierung, von smarten Maschinen, Automatisierung, Desintermediation. Würde ich in der Großstadt wirklich noch einen schönen BMW kaufen und selber fahren, wenn ich das tun kann? Ich wahrscheinlich nicht. Ist das das Ende des Spaßes vom Autofahren? Ich hoffe nicht, aber wer weiß. Also ganz sicherlich eine ganz andere Art von Zukunft, ja, wenn Sie als Automobilhersteller auf einmal solche Autos machen. Ja. Also der Megashift ist gewaltig. Jetzt frage ich mich dann schon, wenn ich ÖBB anschaue, was sind denn Ihre Megashifts? Wo genau kommt es? Wo können Sie automatisieren? Wo können Sie digitalisieren? Wo können Sie neue Werte schaffen deswegen? Thema Blockchain zum Beispiel, was Sie wahrscheinlich schon angeschaut haben, also die Möglichkeit Peer-to-Peer Encrypted Transactions. Man sieht es bei Shipping und bei Logistik ganz klar, das ist ein Thema, wo es in den nächsten paar Jahren richtig abgeht. Damit können wir bis zu 90% der Kosten sparen von Datenverarbeitung bei Logistik. Das hat jetzt mit Bitcoin so relativ wenig zu tun. Da geht es einfach um eine Datenbank, die schneller ist und dezentralisiert ist. Nummer 5. Wir kommen jetzt in eine neue Welt, wo auf einmal Erfahrungen und Transformationen wichtiger sind als Services oder Produkte. Schauen Sie, wenn Sie heute sich umschauen, wo Sie gerne hingehen und wo Sie gerne Business machen, sind das meistens Firmen, die Erfahrungen vermitteln, die etwas Besonderes tun. Wenn Sie zum Beispiel einen Tesla ausprobieren, ich weiß, Tesla vielleicht nicht so populär ist insgesamt, aber mehr und mehr, also momentan verkauft Tesla mehr Autos in der Top-Klasse, also S-Klasse und BMW 700er, als alle zusammen in der oberen Klasse. Wenn Sie im Tesla fahren, fahren Sie nicht im Auto, sondern Sie fahren in einer Erfahrung. Da ist alles anders. Transformiert, was ich tue. Das ist ja das Interessante am Auto, ja, dass auf einmal, und jetzt kommen natürlich alle anderen Firmen, ziehen damit nach, jetzt natürlich Erfahrungen vermitteln. Also wir gehen in dieser Zukunft, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für Ihr Unternehmen, auf dieser Matrix gehen wir nach oben. Also von Make Goods, Deliver Services zu Staging Experiences. Das ist das, was Sie Ihrem Kunden nachbringen müssen. Eine besondere Erfahrung. Ob das jetzt Logistik ist oder normaler Verkehr. Ihre Fahrgäste, Erfahrungen vermitteln, Kunden transformieren, verändern. Super Beispiel dafür, Airbnb. Hier sehen Sie die Schlagzeile, das Airbnb, Sie kennen Airbnb. So viele Probleme es auch gibt mit Airbnb, aber die Schlagzeile sagt, dass Homes are just the beginning. Diese Firma sagt, die sehr erfolgreich ist, mit dazu Häuser und Apartments zu vermitteln, sagt, das ist erst der Anfang. Seit 3 Monaten gibt es bei Airbnb Experiences. Dort können Sie also, wenn Sie dann ein Haus gebucht haben in Mallorca oder sowas, können Sie auch mit der gleichen Person fischen gehen.
oder zum Fußballspiel gehen oder zum Abendessen oder auf ein Date von mir aus. Ja. Alles läuft über Airbnb. Und Airbnb sagt, dass sie über diese Erfahrungen mehr Geld verdienen werden als mit dem Buchen der Häuser. Was wäre das bei ÖBB? Was ist der nächste Schritt für Experiences? Mit dem man auch noch Geld verdienen könnte. Mit dem man auch irresistible wird. Also in dieser Transformation, glaube ich, entstehen wahnsinnig neue Möglichkeiten. Und wir sollten davon ausgehen, dass wir vielleicht ein bisschen weniger produktorientiert denken und sogar serviceorientiert, sondern erfahrungsorientiert. Die besten Erfahrungen sind solche, von denen man nicht mehr wegkommt. Ja? Zum Beispiel, wenn wir überlegen, wie das heute ist im Medienkonsum, Spotify. Das ist mein hervorragendes Beispiel. Ja? Wir haben nicht Spotify abonniert, weil die Musik billig ist oder weil es legal ist, ja? Sondern weil die Erfahrung da so uns verändert hat. Was wir dort machen können, downloaden können, soziale Vergleiche und Songs einscannen können und soziale Medien einbinden, künstliche Intelligenz. So viele Probleme, wie Spotify auch hat, vom Businessmodell her, das ist, was sie tun. Smart, flüssig, offen, skalierbar, Echtzeit, persönlich. Machen Sie was wie Spotify für Ihre Service. Ein kleines Stück von denen, smart, flüssig, vernetzt. Das ist, glaube ich, die Richtung, wo es hingeht. Nochmal ein wichtiger Punkt hier, wenn wir, glaube ich, Mobilität als Service anschauen und als Erfahrung, als Experience, dann braucht es nicht nur Technologie. Weil eine Beziehung geht immer um persönliche Dinge. Es geht immer um das, was wir auch dazu tun, was menschliche Komponenten sind, welches Vertrauen wir haben. Nochmal zum Beispiel Facebook in den letzten paar Tagen. Jetzt ist es eigentlich so, dass viele Leute sagen, jetzt habe ich die Nase voll. Mein Vertrauen ist vernichtet. Ja. Wenn Sie Vertrauen verlieren, dann ist es Game Over. Also ein ganz wichtiger Punkt in dieser Beziehung. Punkt Nummer 6. Unsere Gesellschaft wird sich in den nächsten 20 Jahren mehr verändern als in den 300 Jahren vorher. Und das ist nicht übertrieben. Die 300 Jahre vorher, industrielle Revolution, das Internet, Telefon, Fernsehen, vorher Buchpresse. Alles wahnsinnig wichtige Sachen, aber sie haben nicht uns selber als Mensch verändert. Diese Technologie heute, wenn Sie ein Smartphone haben, wer hat heute kein Smartphone, ja, dann haben Sie ein externes Gehirn, ja, das ist ein zweites Gehirn. Dort sind meine Telefonnummern, mein Geld, meine Musik, meine Bücher, mein Dating. Brauche ich nicht mehr, aber theoretisch kann auch das Dating hier drin sein. Alles ist hier drin. Und diese Maschine, die ich heute habe, die hat über 1 Million Mal die Computing Power von dem Gerät, was die Amerikaner auf den Mond gebracht hat. Also wir gehen an diesem Punkt, sind ganz in dieser Transition ganz klar dahin, dass wir sagen, immer mehr Technologie, die uns als Menschen verändert und immer mehr Maschine, die Routine lernt. Eins müssen wir ganz klar sehen, Routinearbeit wird Maschinenarbeit. Ob Sie jetzt im Fastfood den Hamburger umdrehen, ja, oder als Buchhalter die Zahlen zusammenzählen oder in der Fabrik irgendwas zusammenschweißen oder als Pilot früher oder später nur noch zuschauen, das ist natürlich streitige Frage, ob man dann mitfliegen würde in so einem Flugzeug, ja, ohne Pilot, ich wahrscheinlich nicht, dafür fliege ich zu viel, aber Routinearbeit wird Maschinenarbeit, das heißt, wir kommen an den Punkt, wo dieser Teil unseres Gehirns, der logische Teil, ja, der Teil, der diese Monkey Work macht, teilweise von Maschinen gemacht werden kann. Ist das gut oder schlecht? Es ist schlecht, wenn Ihre Arbeit 100% Routine ist, weil dann ist nicht mehr viel übrig. Aber für uns, glaube ich, wo wir sagen, okay, unsere Routine ist 10%, 20%, 50%, ja, wenn wir die loswerden können, könnten wir noch gut damit leben. Das Ende der Routine ist nicht das Ende von Arbeit. Es ist einfach das Ende von Routine. Und ich glaube, da müssen wir uns darauf einstellen, auch in den Schulen und in dem, was wir unseren Kindern beibringen. Ich würde meinen Kindern, die sind mittlerweile zu alt, um mir zuzuhören, aber alles, was Routine ist, brauchen wir nicht mehr wirklich lernen. Ich sage oft dazu, alles, was digitalisiert und automatisiert werden kann,
das wird. Und viele Leute leiten davon ab, dass wir dann useless werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden einfach besser. Wir werden schneller. Wir müssen neue Dinge tun. 70% der neuen Jobs in 10 Jahren sind heute noch gar nicht erfunden. Sicherlich werden viele Jobs darunter leiden, daran ist kein Zweifel. Aber bedeutet das wirklich das Ende der Arbeit für uns? Ich glaube andersrum, alles, was nicht digitalisiert werden kann oder automatisiert werden kann, wird immer wertvoller. Intuition, Empathie, Mitgefühl, Kreativität. Unsere menschlichen Dinge, unser Leben ist nämlich nicht bestimmt von Algorithmen. Unser Leben ist bestimmt von Andro-Rhythmen, ja, von menschlichen Dingen. Business und Branding und Marken, geht es immer um Beziehungen, um Werte, um Ethik. Das World Economic Forum sagt, wir brauchen neue Skills. Darüber reden Sie ja auch, glaube ich, gerade. Neue Fähigkeiten. Und was sind diese neuen Fähigkeiten? Sicherlich super, wenn wir viel von Technologie verstehen. Das ist immer gut. Aber das sind eigentlich alte Fähigkeiten, diese neuen Fähigkeiten. Kritisches Denken, Kreativität, emotionale Intelligenz. Wenn Sie in der Zukunft erfolgreich sein wollen, dann müssen Sie Technologie paaren mit diesen neuen Fähigkeiten. Den neuen alten Fähigkeiten. Denn eins ist ganz klar für unsere Zukunft, und das ist eine positive Zukunft. Obwohl es uns vielleicht Kopfzerbrechen macht. Wir gehen in eine Zukunft, wo die nur menschlichen Tätigkeiten, also die nur Menschen können, ein Großteil unserer Arbeit sind. Heute müssen wir den Computern noch nachhelfen und sagen, der Input gehört dahin, diese Zahlen gehören dahin und was weiß ich, weil der Computer das nicht wirklich kann. In weniger als 5 Jahren haben wir Quantum Computing. Wisst ihr, ob Sie wissen, was das ist? 3D-Chips, also Qubit Computing. IBM und andere haben bereits die ersten Modelle. Diese Maschine ist 1 Million Mal so schnell wie mein Laptop. Dort können Sie in 12 Sekunden Ihre DNA checken lassen. In 12 Sekunden. Das dauert jetzt 1 Woche. Also meinen Sie nicht, dass ein Computer, der dann diese Leistung hat und so viel Daten, dass der dann unsere Arbeit in Routine übernehmen kann. Das ist sicher. Also für uns ist es eine gute Nachricht, weil das ist das, was wir können. Sozial gesehen müssen wir schon schauen, was passiert denn, wenn wir hauptsächlich da arbeiten. Heute ist es wichtig, welche Technik Sie haben, damit Sie competitive sind. Weil, da müssen wir ehrlich sein, die meisten IT-Systeme in Transportunternehmen sind nicht gerade von gestern. Also sind schon von gestern, aber nicht gerade von heute. Also man muss sich oft anstrengen, damit es auch wirklich funktioniert, während die digitalen Firmen mit morgen anfangen, sozusagen, von morgen kommen. Aber das gehört immer noch dazu, den Mensch wieder hineinzutun. Das Ende der Routine, working like a robot, ist sowohl Befreiung als auch Herausforderung. Und ich glaube, dass wir im Transportwesen da jetzt nicht so wahnsinnig betroffen sind, also bei Lastwagenfahren vielleicht schon, aber im Zugverkehr nicht so sehr. Weil dort schon die Automatisierung relativ weit voran ist. Also wir gehen dann sicherlich an den Punkt, wo wir überlegen müssen, ist es nicht wichtiger für uns, den EQ zu haben, den Emotional Quotient, als den IQ? Na, idealerweise natürlich beides. Sie kennen das Zitat von Einstein, der gesagt hat, Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Und das war jetzt für Einstein relativ einfach zu sagen, wenn man bedenkt, dass er ein Genie war, also doch ein bisschen Wissen vereint hat, ja, in Rückblicken sozusagen. Aber das ist ganz sicherlich, wo es hingeht. Das ist das, was unsere Kinder brauchen, unsere Zukunft braucht. Punkt 7. Wir müssen darüber nachdenken, was Technologie kann und was sie tun sollte. Wie weit wir damit gehen. Das nenne ich digitale Ethik. Und Ethik ist definiert als der Unterschied zwischen dem Recht oder der Macht, etwas zu tun, aber das zu tun, was wirklich richtig ist. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, vor allen Dingen heutzutage, weil eigentlich alles geht im Endeffekt. Wenn ÖBB so ein Unternehmen wird,
wo alles in der Wolke ist, alles vernetzt ist, alles verknüpft ist. Und das müssen sie tun, damit sie konkurrenzfähig bleiben, damit sie effizient sind, dann brauchen sie auch das. Brauchen sie diese Punkte, die vielleicht nicht unbedingt Technologie sind. Ja? Transparenz, Verantwortlichkeit, Menschlichkeit. Das gehört alles zusammen in einer Zukunft, glaube ich, die das vernetzt und verknüpft. Wichtige Frage ist auch die, was sollten wir nicht automatisieren? Nicht nur die Frage, was sollten wir automatisieren? Wir sollten alles automatisieren, was keinen menschlichen Wert hat. Nehmen wir Autofahren als Beispiel. Also als mittelalterlicher Deutscher sage ich natürlich, Autofahren hat großen menschlichen Wert. Aber im Endeffekt, wir können auf Autofahren verzichten. Das macht uns nicht unmenschlich, wenn wir nicht mehr Autofahren. Aber menschliche Kontakte, Kommunikation, Human to Human, sollten wir das automatisieren? Darüber müssen wir nachdenken. Weil Effizienz ist gut, aber Menschlichkeit ist besser. Diese Art von Denken, Maschinendenken, Kunden sind keine Algorithmen, Vertrauen ist kein Download, Glück ist keine App. Aber andersrum können wir auch sagen, wenn wir keine Apps haben und keine Downloads und keine gute Technik, ist auch nicht gut. Wir müssen diese Balance finden zwischen diesen zwei Polen. Wir müssen nämlich genau das tun und sagen, wo kann Technologie mit uns zusammen Mehrwert erzeugen und wo erzeugt sie Konflikte. Das könnte ein Markenzeichen der ÖBB sein. Auch für Ihre Personalpolitik. Weniger Leute bedeutet nicht automatisch bessere Zukunft. Ganz wichtiges Thema, glaube ich, wenn es darum geht, zu schauen, was mit Automatisierung kommt. Zum Abschluss möchte ich kurz, bevor wir dann ein paar Fragen nehmen, ich kriege oft bei meinen Gesprächen oder meinen Vorträgen, ich halte Leute sagen, okay, ich habe es kapiert, aber was jetzt? Was machen wir jetzt damit? Was ist der nächste Schritt? Das sage ich Ihnen jetzt in 5 Minuten und dann haben Sie Ihr Zukunftsprogramm. Erstmal David Bowie, mein Mentor im Musikbereich, hat gesagt, rest in peace, schon lange, die Zukunft gehört denen, die sie kommen hören. Sie müssen nicht alles verstehen, sie müssen nicht alles tun, sie müssen nicht alles wissen, sie müssen nur zuhören. Dann verstehen sie die Zukunft. Wenn sie die Zukunft verstehen, sind sie automatisch dabei. Das Problem ist bei vielen Menschen, die ich heute treffe, vor allen Dingen in Konzernen, die schon länger am Markt sind, ist, dass man eigentlich gar nicht mehr zuhört. Also gar nicht mehr richtig wahrnimmt, weil das läuft sowieso alles. Ja? Das ist ein Irrtum. Sie gehen in die Zukunft, wo eine digitalisierte ÖBB als führende Plattform für Mobilität und Logistik als Service und als Experience, als Erfahrung angeboten wird. Ob das Business to Business ist oder zu Konsumenten. Und diese Plattform ist digital. Dort gehen wir hin und da müssen wir schauen, was das für uns bedeutet. Ganz sicherlich flüssig, smart, vernetzt, offen, agil und menschlich. Das ist ganz wichtig, auch anfassbar zu bleiben. Vor allem, glaube ich, für uns hier in Europa. Hier ist die Transformationsimperative. Sie wollen ja nicht nur sich ein bisschen verändern, Sie wollen transformieren. Sie wollen jemand anders werden. Die Tatsache ist, dass bei vielen führenden Unternehmen in den letzten 10 Jahren ein Trend aufgetaucht ist, den man ganz klar sehen kann, dass nämlich innerhalb von 7 Jahren bis zu 50% der Einnahmeströme von woanders kommen. Also ganz von woanders kommen. Ganz neue Einnahmeströme. Also digitalisieren, vernetzen, Daten nutzen, mobilisieren. Machen Sie ja auch schon. Aber Mobile ist ganz klar die Zukunft, in 5 Jahren 80% des gesamten Internetverkehrs personalisieren. Das ist der Erfolg von Amazon. Das System kennt mich, schlägt mir neue Dinge vor. Datafizieren, vernetzen, verknüpfen, Sinn von Daten ergeben, kognifizieren. Das ist extrem wichtig, hat überhaupt nichts mit Ex Machina zu tun oder irgendwie sowas. Das ist einfach Intelligent Assistance, das sind Systeme, die mitdenken.
Das ist kein Rocket Science. Es bringt nicht die Welt zum Untergang. Es ist eine Datenbank, die mit mir mitdenkt. Und humanisieren. Das ist extrem wichtig, wenn wir überlegen, sind wir auf Team Human oder auf Team Robot? Also das ist eine Bewegung in Amerika, die wir diskutieren momentan über das ganze Thema, dass wir wirklich mit Technologie auch Mensch bleiben wollen. Die Effizienz. Effizienz ist super für ein Unternehmen, für den CFO, für Leute, die auf Geld gucken, und das ist auch extrem wichtig. Also uneffizient zu sein, ist keine gute Idee. Aber ist Ineffizienz der Sinn des Lebens? Ja, mit Effizienz, sorry. Ich glaube eher, dass wir gucken müssen, dass wir Technologie nicht nur nutzen, um Dinge besser zu tun, sondern um neue Dinge zu tun. Benutzen Sie Technologie nicht nur, um irgendeinen Prozess effizienter zu machen oder irgendwo zu sparen, sondern um neue Dinge zu tun, neue Ideen. Arbeiten Sie mit Start-ups, die das bereits tun. Dadurch können Sie dann wirklich transformieren. Ganz wichtiger Punkt hier, die Zukunft ist nicht ein Ding, was uns passiert. Die Zukunft wird nicht aus Silicon Valley gefernsteuert. Die Zukunft ist eine Sache, die wir schaffen mit unseren Klienten zusammen. Die wir aktiv gestalten. Die kommt nicht von oben runter und wird uns einfach übergestülpt. Ich komme zum letzten Punkt und dann nehmen wir ein paar Fragen. Ganz wichtig, denke ich, Technologie umarmen, transformieren, aber nicht Technologie werden. Und ich glaube, der Wert eines Unternehmens, was Technologie geworden ist, der sinkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Tag und können noch ein bisschen darüber nachdenken. Ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht mein Buch mal anschauen, wenn Sie Zeit haben. Ansonsten danke fürs Zuhören. Herzlichen Dank, sehr beeindruckend, wie Sie diese VUCA World beschrieben haben. Ich habe so eine brennende Frage. Ich bin immer so eine, die versucht, Dinge angreifbar, spürbar zu machen. Was ist in Ihrem Alltag im letzten Jahr eine Innovation gewesen, die Ihr Leben maßgeblich verändert hat? Also die größte Innovation war bei mir, diese Technologie nicht zu nutzen. Okay. Also ich habe jetzt alle zwei Wochen einen medienfreien Tag. Okay. Kein Internet, keine Geräte, kein Handy, kein Smartphone. Und dann kann ich mein Gehirn ein bisschen auslüften. Okay. So wie ich sage, offline ist der neue Luxus. Sehr gut, Dankeschön. Danke. Ist das im Kalender eingetragen? Ist das im Kalender fix eingetragen, oder? Ja, meine Frau versucht das, aber das ist nicht immer so einfach. Ja. Okay. Fein. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wow. Moment, da hinten war zuerst dann die Dame. Bitte, also, Fragen. Ich teile ja komplett Ihre Ansicht, dass im Endeffekt unsere Zukunft dort liegen muss, dass wir sozusagen die führende Plattform im Bereich Mobility as a Service sein müssen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die anderen Industrien anschauen, die alten Player und die neuen Plattformen, gibt es ja kaum Überlappungen. Vielleicht im Medienbereich Axel Springer, vielleicht im Stahlbereich ein paar Sachen. Jetzt die Frage, was müssen wir anders machen als die anderen alten Player in den anderen Industrien, um auch wirklich zukünftig diese Plattform zu werden, die die Industrie verändert und nicht die zu sein, die das Problem haben, weil jemand anderer die Plattform gebaut hat. Dürfen wir noch ganz kurz wissen, mit wem wir es zu tun haben? Entschuldigung. Sorry, Gabel Hofbau Unterricht, Rail Cargo Austria. Danke. Okay. Also eine Plattform zu bauen, da gibt nur dann Sinn, wenn man Hoffnung darauf hat, unentbehrlich zu sein. Ja? Also ein Punkt zu sein, wo alle zusammenkommen müssen, ja? Wo es nur diese Wahl gibt. Und ich glaube, da ist momentan in diesem System eine Menge Raum, weil das Thema Transport, Logistik und so ist noch nicht so umkämpft wie zum Beispiel Banking, ja? Oder Medien oder sowas. Und ich glaube, dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, diese Innovationen, die außerhalb stattfinden, von Startups, von Tech-Companies, die muss man mit integrieren. Also ich glaube, wir können nur exponentiell denken, wenn wir viel kollaborieren.
Und ich glaube, das Plattformmodell ist durchaus möglich hier, eine Plattform zu schaffen. Aber ich glaube, da muss man sehr schnell dran gehen. Ansonsten ist ganz klar, dass die digitalen Firmen, zum Beispiel im Bereich Auto und Transport, auch relativ schnell nach vorne kommen. Ne? Also ganz klar ist, dass ihre Konkurrenz nicht die anderen sind, die vielleicht auch Eisenbahn machen oder Transport. Ja? Ihre Konkurrenz sind die digitalen Unternehmen, die aus der Seite kommen und sagen, wir haben jetzt ein Abo für Nahverkehr. Oder was weiß ich was. Und ich glaube, dass wir ganz klar sehen, sicherlich wird es in Europa länger dauern als in Amerika oder in England, ja, aus vielerlei Gründen. Diese Rampe ist vielleicht 3 bis 5 Jahre. Die ist nicht 10 Jahre. Dankeschön. Bitte. Angela Eder, ÖBB Infrastruktur. Mich würde Ihre Einschätzung zum ÖBB-Konzern hinsichtlich auch Anlagevermögen interessieren. Wir haben ja gesehen, die führenden Unternehmen, die ganzen Plattformen haben eigentlich den Vorteil, sie haben kein großes Anlagevermögen. Wir haben natürlich, vielleicht in dem Sinne den Nachteil, wir haben riesiges Anlagevermögen. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld? Bisher war das ein Nachteil. In der Zukunft ist es ein Vorteil, ein Anlagevermögen zu haben. Was wir jetzt sehen, ist halt, dass digitale Firmen, die keine wirklichen Assets haben, ne, die nicht wirklich etwas besitzen, auch extrem volatil sind. Facebook ist ein super Beispiel. Facebook war die erfolgreichste Aktie im digitalen Bereich der letzten 4 Jahre. Die letzten 2 Tage ist, glaube ich, 28% Dollar gesunken. In einem Jahr könnte Facebook History sein, wenn Sie jetzt von Anlagevermögen reden. Also von daher würde ich sagen, es ist nicht ganz so schwarz oder weiß. Ja? Es kann ein wahnsinniger Klotz am Bein sein. Also wenn Sie heute Banken betreiben, dann sind Ihre Filialen ein Klotz am Bein. Das ist vollkommen klar. Ja? Und da führt kein Weg dran vorbei. Bei der Bahn wäre ich mir jetzt nicht so sicher da drin. Also ich denke, dass das Vermögen und die Infrastruktur wahnsinnigen Wert bringt. Ne? Also es ist nicht ganz so schwarz oder weiß. Das ist ganz sicherlich eine große Herausforderung. Aber Digitalisierung bedeutet eben nicht nur Virtualisierung auch, sondern geht es auch um tatsächliche Assets. Dankeschön. Ich glaube, das Mikrofon wurde schon weitergereicht. Telefon nicht. Hans Blue, ÖBB BCC. Die ÖBB ist ein Unternehmen, das sehr alt ist und 180 Jahre, sagen wir, linear sich weiterentwickelt haben. Sie sprechen von exponentiellem Wachstum, steigender Komplexität. Wie sollen wir denn Ihrer Meinung nach die 40.000 Eisenbahner und Eisenbahnerinnen darauf vorbereiten, dass sie einen Mindset haben? Das ist eine gute Frage, ja. Ich kenne die Situation eigentlich ganz gut. Es gibt nur zwei Wege, wie sich Menschen wirklich verändern. Ja? Schmerz, Pain, ja? Oder Liebe, ja? Pain or Love. Ja? Das heißt, wenn wir uns begeistern können für was ganz Neues, und das sieht sehr interessant aus, dann machen wir das auch, wenn wir 65 sind und seit 30 Jahren Beamtet sind. Oder eins von beiden. Wenn wir den Schmerz empfinden und sagen, wenn das so weitergeht, dann ist das nicht so gut hier, dann werden wir auch was tun. Das gehört zusammen. Also zu viel Schmerz ist auch nicht gut. Zu viel Begeisterung vielleicht auch nicht, aber ich glaube, wir können Leute motivieren, indem wir sagen, die Zukunft ist nicht eine Sache, die einfach jetzt ohne dich hier irgendwie abläuft, sondern die gestalten wir gemeinsam. Also Begeisterung wecken. Und ich glaube ganz klar, die Bahn ist in einer wesentlich besseren Position als alle Medienkonzerne, zum Beispiel Verlage. Wir brauchen die Bahn. Brauchen wir jemanden, der Papier druckt? Vielleicht so als Luxus. Also da ist eine ganz andere Ausgangssituation. Ich glaube, da kann man sich für begeistern und auch den Weg nach vorne finden, ganz egal, wie lange man schon dabei ist oder so. Aber sicherlich ist es manchmal etwas überwältigend. Das geht mir auch so. Dankeschön. Vielleicht noch eine Frage, wenn jemand... Ja. Oder Kommentar ist auch gut. Widerrede? Nein? Nein. Und dann ist fein. Eine da vorne, eine. Danke, Franz Hammerschmidt, auch von der ÖBB Infrastruktur. Was mich beschäftigt, ich habe vor 15 Jahren einen Zukunftsforscher, einen Kollege von Ihnen, einen Horx, gehört. Der hat mir sehr eindrücklich damals vor Augen geführt. Das Bildtelefonie war schon zur Zeit des Herrn Bell erfunden, aber die Menschen wollten das nicht. Man hat das dann in den 1950er, 60er, 70er Jahren immer wieder probiert in Amerika, von amerikanischen Telefongesellschaften. Aber es ist nicht wirklich angenommen worden, weil man in der Früh halt nicht in der Unterhose gefilmt werden will, wenn man mit seinem Chef telefoniert. Und das ist für mich...
bei der ganzen Technologie und Technik, weil wir auch ein sehr technisches Unternehmen sind und das auch intern oft diskutieren. Es werden Dinge entwickelt und es stellt sich aber zu selten immer die Frage, wer braucht das oder wer wird das nutzen? Ich bin zum Beispiel sehr kritisch, was diese selbstfahrenden Autos betrifft, weil das Autofahren ist ja nur deshalb so gut angekommen in den letzten 100 Jahren, weil ich hier Macht habe, etwas zu steuern. Und Menschen verändern sich auch, wenn sie ins Auto einsteigen. Der Familienvater wird der aggressive Heizer. Und ich weiß das. Und drum würde mich einfach nur interessieren, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, wollen die Menschen diese Veränderung oder werden sie sie überhaupt akzeptieren? Also ich verstehe den Punkt. Ich glaube, die Tatsache ist, dass wir in einen total fragmentierten Markt gehen. Es ist eben nicht mehr so wie früher, wo wir sagen, wir fahren alle gerne Auto, weil es Spaß macht, oder, sondern wir gehen in einen Markt, wo einer überhaupt nicht Auto fährt, der andere fährt im Selbstfahrenauto, der dritte fliegt mit der Drohne und der vierte fährt immer mit dem Porsche, aber es fragmentiert sich. Ne? Und in diesem Markt müssen wir uns auch überlegen, für welches Fragment bieten wir was an. Ne? Also es wird einen 70-Jährigen gehen, der vorm Fernseher sitzt und Apple, iTunes oder Amazon, Alexa oder so benutzt, um das Fernsehen zu betätigen. Das wird es ganz sicherlich geben, weil es dann so einfach ist, wie auf die Uhr gucken. Ne? Und dann wird es andere geben, die vielleicht noch niemals auf dem Internet waren. Also diese Fragmentierung kommt ganz sicherlich, aber eins ist sicher in meiner Sichtweise, Technologie wird jetzt sowas von einfach zu beherrschen, dass viele Hürden, die wir damals hatten, verschwinden. Also die Hauptgruppe, die jetzt sich auf dem Internet engagiert, sind ja gerade diese Silver Surfers, nennt man die, ne? Also Leute zwischen 55 und 75, weil es so einfach geworden ist. Also da würde ich jetzt sagen, dass Leute die Technologie ablehnen, ich glaube nur, wenn sie zu nah zu die Daten nicht beachtet, ja? Oder missbräuchlich wird oder mich überwacht, dann schon. Ne? Das müssen wir lösen. Aber im Allgemeinen sehe ich jetzt nicht so einen großen Trend dahin, dass Leute sagen, wir machen das nicht mit, wenn es dann auch safe ist. Ne? Also unser Hauptproblem momentan ist, dass wir Guidelines brauchen, damit es safe ist, damit jemand verantwortlich ist, ja, damit wir irgendwo hingehen können, wenn es nicht klappt, und dass wir uns sicher fühlen können. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Okay, eine letzte Frage wir noch. Es nimmt ein Eigenleben an, das Mikrofon. Noch ein kurzer Punkt dazu, kurz zu dem. Als Jeff Bezos den Kindle erfunden hat, ja, den E-Reader, hat nicht ein einziger Mensch gewusst, was ein Kindle ist. Okay. Er hat auch keinen gefragt, ob sie einen wollen, weil es gab noch keinen Kindle. Ja. Jeff Bezos war einen Schritt voraus dem Konsumenten. Ja. Und jetzt verkauft er 18-mal so viele Bücher auf dem Kindle wie im Druck. Ja. Also wenn Sie wirklich den Markt beherrschen und haben wollen, müssen Sie auch manchmal einen Schritt über Ihre Kunden vorausgehen, aber nicht 10. Nur einer oder zwei. Ganz wichtig, Sie können die Kunden immer fragen, aber die Kunden werden niemals sagen, was es nicht gibt, was sie gerne hätten. Also wenn Sie Kunden einer Bank heute fragen, einen 20-Jährigen in Deutschland, und sagen, was hättest du gern von der Bank, dann sagt er, was von der Bank, ich bin bei N26. Das ist keine Bank, das ist ein Mobile. Ja? Aber das ist wichtig. Bitte. Veronika Zügel von der ÖBB Holding. Meine Frage ist, was muss denn eine Führungskraft heute leisten in dieser Transformation? Was sind denn die Eigenschaften und die Fähigkeiten, die er mitbringen muss, um zu diesen 80% zu kommen, die wir ja eigentlich dann haben wollen, nur noch Menschlichkeit? Ja, also gut, die sind halt grundsätzlich anders als vor 20 Jahren. Also die, das logische Verstehen und das Ausführen eines Planes, ne, was wir ja hier gerne feiern, ja, also quasi working like a robot. Jetzt geht es eher darum, eben genau das nicht zu tun, ja, sondern was Neues zu erfinden, was noch zu überlegen, was noch gar nicht da ist, die anderen Mitarbeiter zu verstehen und nicht nur die Zahlen zu zählen. Es geht genau darum, was eigentlich vor 15 Jahren ungewollt war. Ne? Emotional Intelligence, verstehen, Fragen stellen. Wie gesagt, Picasso und Kevin Kelly, Computer, Maschinen sind für Antworten, Menschen sind für Fragen. Und ich glaube, die Skills, die wir brauchen, die sind eher persönlich, eher menschlich, eher human. Alles andere können wir früher oder später outsourcen an Technologie. Das bedeutet für Human Resources einen wahnsinnigen Shift. Also wenn Sie heute fragen, was Human Resources wollen von neuen Angestellten, Thema Nummer eins immer emotionale Intelligenz.
So, letzte Frage. Bitte. Das müssen wir gleich aufhören. Sie sind in der Pause noch da, oder? Nur eine Sekunde präziser. Ja, jetzt kommen wir ja, ich sage ein paar, kommen ja noch aus meiner Generation, ja, die ein bisschen älter sind. Was müssen wir tun, um einfach gut zu führen? Nicht nur diese Menschlichkeit zu zeigen, verstehe ich, aber eigentlich, was wäre so ein bisschen ein Tool, wo wir sagen, was müssen wir verändern an uns, um einfach die junge Generation besser hereinzubringen? Die Hierarchie geht ja weg, wir gehen in eine offene, einfache, flexible Organisationsform, aber wie schaffen wir das? Das heißt konkret als Führungskraft, was tue ich da anders, außer menschlich zu sein? Ja? Ja, also zwei Dinge, die wir brauchen. Eines ist, wir müssen Leuten erlauben, unseren Mitarbeitern erlauben, dass sie experimentieren, dass sie Fehler machen. Ja? Wir müssen Risiko mehr eingehen können. Ja? Das sind manchmal schwierige Sachen, weil man natürlich oft, wenn wir mit Angst in die Zukunft gehen, dann gehen wir nicht sehr weit. Ne? Und da müssen wir realisieren, dass wir da zu langsam sind, auch einfach. Und ich glaube, wenn wir mehr Externe hineinbringen, mehr Startups, ja, auch andere Leute ins Team bringen, also mehr Diversity haben, dann steckt uns das auch irgendwie an. Also ich habe es bei Mercedes-Benz beobachtet, zum Beispiel, die genau diese Transformation gemacht haben, ne? Von einer total traditionellen Firma, die Autos gemacht oder Vans und Trucks gemacht hat. Und heute ist Mercedes-Benz digital unterwegs. Das haben sie nicht geschafft, indem sie gesagt haben, der Chef verordnet das, sondern sie haben diese Kultur wachsen lassen. Der ultimative Erfolgsfaktor ist Kultur, der ist nicht Technologie. Danke. Dankeschön. Vielen Dank für diese Inputs. Wir haben jetzt eine halbe Stunde.